Was geht ab, Leute? Wir sind hier in der Crib in Barcelona zu 6, Freunde, mit einer richtig kranke Zeit. Am Start sind meine Wenigkeit. Stell dich auch mit Namen vor, Bruder. Nein. Humle. Loco. Striker. Traurig. Freunde, die Gang ist in Barcelona. Ihr wisst Bescheid. Wir haben noch eine kleine Ankündigung für euch. Und zwar startet ab natürlich dem 1. Dezember unser Die Gang Adventskalender. Die Gang Adventskalender, Freunde. Man könnte auch sagen Dezember, weil wir sind die Gang. Und am Dezember kommen natürlich 24 schmackhafte Videos für euch. Jeden Tag vorbei. Freuen Sie sich? Geil. Ja. Und heute gibt es das erste Video, nein, also nicht vom Adventskalender, aber heute gibt es wieder. Heute gibt es das erste Video aus Barcelona, Freunde. Ihr seht schon die Zettel, und zwar spielen wir heute, wer würde eher? Mit der Gang, jeder hat sich drei Fragen rausgesucht und die stellen wir einfach mal. Schauen wir, wer der Verrückteste ist. Und Freunde, direkt bevor es losgeht, ihr könnt mitmachen, wir haben noch eine wer würde eher Frage an euch. Ihr schreibt einfach unseren Namen in die Kommentare. Wer würde von uns eher einen Monat nicht duschen? Einen Monat? Ja. Schreibt in die Kommentare, Freunde. Eine Woche ist nicht so easy. Ich hab da jemanden, den ich. Ich hab da auch jemanden. Geht's ja nicht. Weil die anderen müssen sagen. Genau, schreibt jemanden. Ich würde einer von denen oder irgendwie sagen. Erste Frage: Wer würde eher an Anis Zeh nuckeln? Also, kommst du denn selber an deinen Zeh? Nein. Damit falle ich ja raus. Aber du hast es schon mal probiert, das heißt, du hast es ja probiert. Ich hab mal die Zeh nuckeln. Okay, komm, oh ja, richtig, ja. Einfach voll. Was? Digga, ich? Digga, safe? Vollziehen. Das weiß ich. Weiß ich. Warum? Gib mal Erklärung ab, Bruder. Weil es schon mal passiert ist. Ja, meine Theorie ist auch, dass eines in seinen eigenen Ziel. Nein, ich kann das belegen. Ich kann komm nicht einfach erklären. Aber du hast es ja probiert. Dann würdest du es ja machen, Bruder. Ist das bestimmt? Vielleicht, Frau. Eigentlich ist das eindeutig. Wer würde eher in das Auto eines Freundes kotzen? Schon direkt sagt der Anis. Schon ein sehr schlechter Mensch, Alter. Wen habt ihr? Alle Hänsel! Digga! Okay, dazu. Okay, das ist ein Mensch. Nein! Ja, das Ding ist, es gibt eine Vorgeschichte dazu. Und zwar wollte er mir so einen sri-lankanischen Tee machen. Und den hab ich nicht vertragen. Grüße gehen raus der Mogitan. Wer würde am ehesten mit Justin Bieber kuscheln? Also kuscheln, ein bisschen knutschen und so anfassen. Kuscheln, knutschen, anfassen. Ja, so ein bisschen. Das volle Paket. Bis zur dritten Base, aber nicht weiter. Drei. Ach, Bruder, man muss ehrlich sein. 3, 2, 1, boom! Sehe ich wieder nicht genug. Nee, ich hab. Loco? Nee. Ich hab Loco? Loco? Erklär mal Loco. Kennst du uns überhaupt? Ja, als ich eben geschlafen habe im Flugzeug, hat sich Loco rangekuschelt. Und wenn sich Loco an mich rankuschelt, dann kuschelt sich Loco auch an die Kasse. Falsche Okay, dann ändere ich das nochmal. Ich weiß nicht, okay, aber so diese Küssen. Ich war ja auch erst bei 2, aber dann meinst du so mit Knutschen und so. Da dachte ich zu safe. Da dachte ich auch so, aber. Es gibt hässlichere Typen. Ja, dich zum Beispiel. Wer würde hier aus der D-Gang am ehesten ein Date von Tinder heiraten? Muss die Person hier im Kreis sein? Ja, ich hab keinen Plan, Alter. Ich glaube, das ist schon richtig dumm. Loco-Floki. Loco-Floki. Das wird bald passieren. Oder? Lauro, was ist mit dir, Mann? Oder ich schwimme einfach. Ich schwimme einfach gegen den Strom. Oder ich finde Spidey. Digga, die gehen immer alle den gleichen Gleich und wir nur machen. Wer würde am ehesten Familie sein? Ja, wolltest du, oder? Nicht bei Fake. Guck mal, der ist schon bei Tinder gerade. Ja, den hat er auch genommen. Ja, das sage ich trotzdem Spidey. Wer würde eher ein Jahr ohne Tinder leben können? Hast echt recht, Alter. Wette, Lauro wird jemand nehmen, den keiner sonst hat. Anis! Anis! Warum? Alle haben Anis genommen. Weißt du, warum Anis? Ja. Ich bin mir nicht mal sicher, ob du gerade überhaupt lebst. Ohne Internet oder mit Internet. So. Manchmal bist du einfach nur so da. Man muss so sein. Ja, aber. Wer würde eher etwas Dummes tun und dafür dann jemand anderen aus der Gang verantwortlich machen? Jetzt zum Beispiel, wenn jemand sein Portemonnaie vergessen hat oder nicht. Die Seite versteht keiner, Freunde. Boom. Ey, du bist so dumm, Alter. Ey. Nein, das ist doch gefährlich. Ich kann aber erzählen, warum. Jeder hat Hate. Ich kann aber erzählen, warum. Erzähl.
im Flugzeug, ich weiß nicht wie, aber Holzi hat einfach deinen Laptop ausgemacht. Ja, das kommt auch hinzu. Ja. Er hat mitten im Schnitt einfach meinen Laptop ausgemacht. Und dann meinte er, das war der Pilot. Und danach hat er mein Portemonnaie genommen und versteckt. Und ich muss das gar nicht. Siehst du, das passiert, was ich gerade vorgelesen habe. Entschuldigung, das ist wirklich passiert. Was er selber das gesagt hat. Kommen wir mal zu meiner Frage. Wer würde eher sein Portemonnaie in der eigenen Tasche nicht finden und sagen, dass es geklaut wurde? Ah, ich weiß. Ah, die ist aber gut gestellt. Das ist schwierig. 3, 2, 1. Relay, sorry. Hazel hat eine halbe Stunde sein Portemonnaie. Das ist falsch. Und es war in seiner Tasche. Es war in seiner Tasche. Das ist gelogen. Nächste Frage. Wer würde am ehesten sich die Mühe machen und beide Beine rasieren? Und sie. Oh, schlau, René. Digga, du bist auf dem Kopf. Ja, Digga, ich hab sogar Beine rasiert gerade. Ich hab dich letztens mit rasierten Beinen gesehen. Bei Tinder. Wer würde eher für Fame die D-Game verlassen und sein eigenes Ding machen? Boah, das ist eine gute Frage, Mignon. 1, 2, 1. Ja. Boah, die Mehrheit hat Mauro, ey. No. Ja, Lukas hat sich selber genommen. Ich hab Anis. Was hast du dir jetzt angesehen? Der Anis Fische. Du hast dann irgendwas im Flieger bekommen. Ich hab gesehen, wie der mit Freekickers telefoniert hat. Oh. Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, wer das ist. Okay, so macht ihr alles klar. Dann werde ich euch den nächsten lassen. Okay. Wer würde eher auf Restschulden von ca. 1 Euro bestehen, wenn er jemandem etwas zuvor vorgeschreckt hat? Wir können auch sagen, wer ist der größte Eimer unter uns? Loco. 3-mal Loco, 3-mal Lauro. Zwischen beiden hat schon ein Schnack. Schnick, Schnack, Schnuck, wer es gemacht hat. Das ist ein größerer Heimer. Das ist wieder interessant, Freunde, ein bisschen zum Kennenlernen hier. Wer würde eher die Ex-Freundin eines Freundes anmachen, kurz nachdem die dann auseinanderkommen? Sagen wir mal aus der Gang. Yeah. Wer würde sich an die Ex ranmachen? Yeah. Wir werden sehen, ob die Person selbst es einsieht. Boom. Hazel, wieso nimmst du Alex, oder? Alex, war einfach random. Oder irgendwann kommt die Geschichte raus, ihr werdet sehen, dann werdet ihr das verstehen. Warte, was habt ihr mich an? Ich hab mich an den Reden ran. Digga, manchmal ist das ein Spann, Digga. Warte, das wird der Rausch jetzt eine vernünftige Erklärung. Was ist das? Das ist eine eure Ex-Hazel. Das wusste ich gar nicht. Aber warte, wieso hat Raum mich gewählt? Warum hast du mich gewählt, Alter? Ich weiß nicht. Ich komme aus der Zukunft und ich habe schon gewisse Dinge gesehen, Hans. Sowas wird nicht passieren. Wer würde eher auch noch nachts, 12 Uhr nachts? Ja, wer würde nachts? Eher 12 Uhr nachts? Ja, nach 24 Uhr. Oh mein Gott. 24 Wann Uhr. Genau? Nach 24 Uhr. Wir haben jetzt. Nochmal. Wir haben jetzt 12 Uhr. Viel zu spät für dich, Angst. So, genau. 12 Uhr nach 24 Uhr. Winterzeit. Nach dem Video noch ein Video für dich drehen wollen. Wow. Hä? Was ist das für eine bescheuerte Frage, ja. Mann? Wie ist jetzt die Frage vor, die ich dir gegeben habe, Junge? Nein, ich bin raus, Digga. Das ist eine bescheuerte Frage. Hey, ist eindeutig, siehst du? Bevor mein Video nicht gedreht wird, wird hier keiner schlafen. Meinst du das ernst? Gut, noch. Ja, ich hab zurückgezogen. Slow-mo. Na, würde ich am ehesten Würmer essen. Das ist deine Frage. Ist das Buh! Das ist eindeutig, oder? Ich würde es halt machen, weil Würmer auch gute Eiweiße haben. So, kommen wir zu meiner letzten Frage. Du wärst der Einzige, der immer so eine richtige Ansage macht. Also Leute, wir sind jetzt bei mir angekommen. Schnell einfach die Frage. Fällt ihr aus dieser Runde, aus der D-Gang-Runde, die hier anwesend raus, in Barcelona? Wie viel Uhr denn, Junge? Vor 24 Uhr oder danach? Genau auf 24 Uhr. Genau drauf. Okay, nochmal. Wer hier aus dieser Runde würde am ehesten nie wieder ein YouTube-Video machen? Das ist doch auch easy. 30, zwischen zwei Leute. Ja, zwei. Ein Quatsch, oh, ausgewählt. Ein Loco. Ja, ich hätte auch gesagt, entweder ich oder Anis. Ja, ich hätte auch, ich hätte Loco oder Anis gesagt. Ein richtiger, wie wird's am ehesten? Hilfe! Ja, ich werde gefangen, warte. Junge, ich bin der Einzige, der hier so sein Code-Videos drehen will. Bro, er lebt diesen YouTube-Lifestyle nicht. Kommen wir nun zu meiner letzten Frage. Nein, du musst doch auch aufrecht. Okay. Und wie mit dem Vorsorge. Wer würde am ehesten Daten von seiner SD-Karte verlieren und dann das halbe Flugzeug zusammen? Das geht zu sehr mit den Armen. Weil das Video. Das war eine halbe Stunde, bevor er sein Portemonnaie verloren hat. Voll gedreht werden. Alles entscheidende Frage, die ist nochmal sehr prekär und auch neutral. Wer würde eher im Bett von dem anderen jemanden wegflexen und es demjenigen nicht sagen und auch nicht sauber machen? Gibt's eine Edi-Karte?
Freunde, für alle, die nicht wissen, was wegkriegt, oder Leute, schaut mal gut nach. Liebe machen. Ich traue es jedem zu mir. Also, vorneweg, ich will nicht immer auf Hazel gehen, deswegen habe ich mal ein anderes Sitz genommen. Es hat sich so etabliert. Will ich das machen? Es hat sich so etabliert. Ich sage nicht, dass es noch ist, aber bei schlechten Sachen nimmt man eigentlich immer Hazel. Aber nee, das, man geht immer auf den Stärksten rauf. Weißt du, also, die schmecken. Ja. Hazel, Alex, wir haben ganz schön. Dreimal ich? Ich hab einfach was nicht genau. Lauro hat das Spiel, glaube ich, nicht verstanden. Er nimmt immer den, der ist nicht mal bewegt. Ja. Das war's, Freunde. Lasst gerne einen Daumen hoch da und bald startet der Dezember. Dezember. Jeden Tag ein Video. 24 Tage, jeden Tag ein Video. Oh mein Gott. Und let's go! Ja, wir machen die Zettel nach.